Rauf auf den Traktor, hieß es am Vormittag für die Schülerinnen und Schüler in Unterföhring. Neben dem Traktor haben die Landfrauen am heutigen Weltkindertag noch weitere Mitmachstände im Pausenhof der Grundschule und des Gymnasiums Unterföhring aufgebaut, wo die Kinder die regionale Landwirtschaft hautnah erleben durften. Man packt die Kinder immer über die Emotionen. Und von daher, ja, sie müssen erleben, sie müssen es sehen, sie müssen es anlangen können. Und da kommen dann auch die Fragen. Und dann erreichen wir auch, dass die Kinder einfach über das auch nachdenken. Woher kommt unser Essen? Was ist gesunde Ernährung? Traktor, Glücksrad oder Wissensquiz statt Schulbank. Heute sah der Unterricht ganz anders aus. Ich freue mich ja am meisten, dass wir das einfach alles anschauen können, was wir sonst nicht zu Gesicht bekommen. Also ich weiß nicht, ob man einfach so in sowas einsteigen dürfte, auch weil man es ja nicht hat, so einen Riesentraktor. Am tollsten fand ich das mit dem Quiz, weil man dann entweder Kresse oder das Bienenparadies bekommt. Also mir hat es am meisten Spaß gemacht, das mit dem Traktor. Ich habe beim Traktor was Neues gelernt, weil bei dem Traktor, bei dem ich mit meinem Papa mitgefahren habe, da gab es nicht so viele Knöpfe. Mir hat das sehr gut gefallen, weil wir viel Spaß hatten mit den ganzen Sachen, wie uns das ein bisschen erklärt wurde. Das Motto der Veranstaltung, ich kann nur das wertschätzen, was ich kenne. Ich finde gerade die Herstellung, wo, wann, wie das Produkt wächst und wie das hergestellt wird, das ist so enorm wichtig in der heutigen Zeit. Weil ja, man ist immer weiter weg von der Landwirtschaft und das wissen die wenigsten. Und deswegen ist uns das einfach extrem wichtig, dass wir das den Kindern zeigen. Das ist eine sehr gute Aktion zum Weltkindertag, weil das Recht auf nachhaltige und gesunde Ernährung natürlich auch ein Recht der Kinder ist. Und dementsprechend ist das kombiniert mit dem Weltkindertag heute eine ganz wichtige Aktion. Ein gelungenes Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde, Landfrauen und Schulen. Auch in Zukunft sollen weitere dieser Aktionen stattfinden.